Hallihallo, wir fliegen ja heute in Urlaub und da ist natürlich die Frage, was machen wir mit dem Insulin? Und uns hat zufälligerweise ein paar Wochen vor dem Urlaub die Firma Dison Care kontaktiert, die Insulinkühler verkaufen und haben uns gefragt, ob wir nicht eine Kooperation machen wollen. Und dann habe ich gesagt, wow, passt ja super, denn durch den Urlaub ist es jetzt auch wirklich akut und wir brauchen auch eine Lösung für unser Insulin. Und insofern testen wir das jetzt mal mit euch zusammen. Also, ich freue mich drauf. Und die Nunja auch. So, das ist die Verpackung, die zu uns geschickt wurde. Und die Nunja macht das jetzt mal auf. Was ist denn da drin? Die Flasche. Eine Insulin-Cooler-Flasche. Mehr erzählen wir euch dann noch. Und eine Emergency-Bottle. Emergency Bottle, genau, das ist die zweite Flasche. Und die dritte Flasche, hier, das ist eine Flasche, damit kann man das temporär kühlen, das Insulin. Aber ich habe natürlich ein bisschen geschummelt und nur nicht, genau, zwei Säckchen sind noch drin für die Insulinflaschen. Dann ist das hier drin. Das ist ganz total toll. Da kann man sich nämlich, da kann man sich anmelden und die wichtigsten Daten angeben über die Noni und dass sie Insulin braucht und den Kontakt. Und dann kann man das auf die Flasche kleben. Das machen wir auch gleich. Und falls die Flasche verloren geht, können die Leute einen darüber erreichen. So, jetzt gehen wir zum Tiefkühl. Sag mal, Leonie, ich habe nämlich ein bisschen geschummelt. Ich habe nämlich die andere Flasche schon hier unten reingepackt. Die blaue. Die blaue, genau. Schau mal da. Zwischen dem Limoncello. Genau. Diese Flasche hier ist im Tiefkühl gewesen jetzt. Und die kommt jetzt hier in diese Flasche rein. Nicht. Und das bereiten wir jetzt vor. So, auf dieser Flasche steht also drauf, dass man die 6 bis 8 Stunden im Tiefkühl haben soll. Dann soll man sie 5 bis 15 Minuten draußen lassen. Das machen wir jetzt. Und dann packen wir sie zusammen mit euch in den Cooler rein. Genau, und dann kommt die Medizin, also das Insulin dazu. Also, wir warten jetzt ein paar Minuten und dann geht's los. Und diese Flasche hier, die weiße, die kann man einfach da kann man einfach kaltes Wasser nehmen, also sehr kaltes Wasser nehmen oder auch Kühlschrankwasser. Und dann kann man die auch in diesen Cooler packen und das Insulin rein. Und dann hält das mehrere Stunden auch kalt. Aber es ist halt nicht so kalt wie das andere. Es ist so für einen Tag und wenn man keinen Tiefkühler hat und so. Ich habe mich gestern Abend schon oder die Noni schon registriert hier bei Dison Care für diesen QR-Code und den, die Noni ist schon ganz schnell.